Ich habe da mal was Neues. Einen Raspberry Pi 400, nicht der 500er, der neue. Nein, das ist noch der 400er. Aber den neuen Raspberry TFT-Bildschirm, der ist tatsächlich ganz neu, kam zusammen mit dem Pi 500 raus. Und das Ganze ist mein, ich nenne es mal Reisesetup. Ich nenne es mal mein Minimalist. Keine Ahnung, ob es den Namen schon woanders für gibt. Passend zum Pi 400 und 500 ist der Pi TFT-Bildschirm auch in Rot-Weiß gehalten und hat auf der Rückseite die Bedienelemente für Lautstärke, lauter, leiser und Helligkeit, heller, dunkler und den Power-Knopf. Und besagten Power-Knopf auf der Rückseite drücke ich nun zuerst. Tut sich was? Jawohl. Hat noch kein Signal, deshalb schalte ich jetzt den Pi ein mit der Funktions F10-Taste. Lämpchen leuchtet. Es tut sich was, es tut sich was. Es tut sich was. Der Minimalist ST ist nichts anderes als ein Linux-System, das allerdings die kleine Besonderheit hat, dass es in relativ kurzer Zeit von einem Kaltstart direkt in einen Atari ST bootet. Dauer, dauer, dauer. Und da kommt er schon. Und dieser Atari ST hat das TOS 2.06. Fängt jetzt mit einem Speichertest an, den wir allerdings abbrechen. Einmal gut zuhören. Oh, da haben wir schon einen Atari-Pieps gehabt. Und hier haben wir den schönen Little Green Desktop. Das war eine Webseite, glaube ich, ne? Jedenfalls der schöne grüne Desktop vom Atari ST. Also wir haben direkt in die Emulation reingebootet. Okay, was bleibt zu sagen? Ja, es ist optisch stimmig, wie aus einem Guss, alles rot-weiß, schick gemacht. Wir haben hier einen schönen flachen Tastaturcomputer. Erinnert mich so ein bisschen an C64 von damals, eben jetzt im modernen. Der TFT entsprechend auch schön rot-weiß flach gehalten. Der ausklappbare Ständer, der hat noch Loch hinten drin, da hätte ich die Kabel durchführen können. Habe ich jetzt nicht gemacht, aber es funktioniert soweit ganz gut. Was wir auch haben, ist ein Mausrad. Das Mausrad gab es damals nicht, funktioniert allerdings in der Emulation recht gut. Man sieht es hier am Hoch-Runter-Scrollen rechts am Rand. Das ist sehr, sehr praktisch. Ja, ansonsten kann man mit dem Atari machen, was man mit dem Atari machen kann, nämlich den ST emulieren, weil ich ein Demo-Fan bin, starte ich mal eine kleine Demo. Wie ihr seht, alles in Ordnung. Sollte es oben rechts grün leuchten, ist das immer der virtuelle Diskettenlaufwerkszugriffsindikator. Tolles Wort, egal. Funktioniert soweit einwandfrei. Das Ding hat Stereo. Ist allerdings vom Ton her, von der Qualität her ein wenig blechern. Das heißt, man kann auf der Rückseite per Cinch-Kabel auch eine kleine Musikbox anschließen, dann klingt es deutlich besser. Okay, soll für den Moment reichen. So, den Emulator habe ich dann einmal pausiert mit Funktionstaste F12, F12 Fokus, kommt man in das Atari-Menü rein. Ich habe zwischenzeitlich auf der Rückseite des Bildschirms per Cinch-Kabel den kleinen Bose-Speaker angeschlossen. Und wenn ich jetzt wieder in die Demo reingehe, weiß nicht, ob es überkommt, es hört sich deutlich besser an natürlich. Also mein Minimalist-ST-Setup, aber ein wenig ergänzt. Nochmal ins Menü und dann kann ich auch sehr einfach sagen Reset Machine, sage okay und das Ding bootet erneut. So, mehr will ich nicht sagen. Ich wollte das Ding einmal vorstellen. Emulation des Ataris auf einem Raspberry Pi
400 für euch interessant, weiß ich nicht. Für mich ist es interessant. Ich fliege nächstes Jahr zu Silly Venture nach Danzig, fahre diesmal nicht mit dem Auto und das wird mein Reisesetup werden. Ansonsten schöne Festtage. Wir haben Weihnachten.